Ein anderer Übergang von der Schule zum Beruf. Ein Podcast der Bertelsmann Stiftung. Willkommen in 2007. Willkommen im Zeitalter des demografischen Umbruchs, des entfesselten technologischen Fortschritts, der Globalisierung. Die Gesellschaft verändert sich rasant. Dieser Wandel hat großen Einfluss auf die individuelle Lebensplanung. Das gilt insbesondere für Jugendliche. Sie müssen lernen, frühzeitig Verantwortung für ihre Qualifizierung und künftige Erwerbstätigkeit zu übernehmen. Sie müssen sich ausreichend bilden und qualifiziert ausbilden. Sie müssen sich Lern- und Schlüsselkompetenzen aneignen, damit sie sich lebenslang weiterentwickeln können. Jugendliche bei all dem zu begleiten, liegt traditionell in der Verantwortung der Familie sowie des Bildungs- und Ausbildungssystems, aber zunehmend auch in der Verantwortung der Wirtschaft und der Unternehmen. Es gilt, die Lern- und Arbeitspotenziale unserer Jugend zu aktivieren, Talente zu fördern und Benachteiligte beim Einstieg in die Arbeitswelt konsequent zu unterstützen. Die Bertelsmann Stiftung tut dies unter anderem mit dem Projekt Jugend und Arbeit. Der Projektmanager der Bertelsmann Stiftung, Clemens Wieland. Wir haben uns mit dem Projekt zum Ziel gesetzt, die Beschäftigungsfähigkeit und Arbeitsmarktintegration von geringqualifizierten Jugendlichen zu verbessern und setzen dazu an 4 Stellen an. Das eine ist die Berufsorientierung in Schulen, zum zweiten Youth Entrepreneurship im Sinne von Stärkung des Selbstunternehmertums von Jugendlichen, zum dritten Übergangsmanagement, also der Übergang von der Schule in den Beruf, und schließlich wollen wir einen Beitrag leisten zur Reform des Systems der betrieblichen Bildung in Deutschland. Bei der Förderung von Berufsorientierung in Schulen hat die Bertelsmann Stiftung in den letzten Jahren mit dem Netzwerk Berufswahlsiegel bereits umfangreiche Vorarbeiten geleistet. Maßstab der Siegelidee ist das Schicksal der Jugendlichen, deren Start in die Berufswelt viel zu häufig scheitert. Fehleinschätzungen der eigenen Fähigkeiten und Möglichkeiten einerseits und Unkenntnis der existierenden Ausbildungsberufe andererseits führen zu einer Berufsentscheidung, die in fast einem Viertel aller Fälle mit dem Abbruch der Ausbildung endet. Das Berufswahlsiegel hilft Schulen, die Qualität ihres Angebots in der Berufsorientierung systematisch zu verbessern. Seit Gründung des Netzwerks im Jahr 2004 interessieren sich immer mehr Regionen für das Projekt. Die Ausschreibung erfolgt über regionale Projektpartner der Bertelsmann Stiftung. Für Schulen in Baden-Württemberg etwa unter Federführung der Landesstiftung Baden-Württemberg. Dr. Andreas Weber, Leiter des Bereichs Bildung. Das Siegelprojekt in Baden-Württemberg wird in Form eines Wettbewerbs durchgeführt. Es wird für jede teilnehmende Schule festgestellt, wie die Gestaltung von Betriebspraktika, die Kooperation mit außerschulischen Partnern, die Elternarbeit sowie ökonomische Themen insgesamt in der Schule umgesetzt werden. Die Bewertung erfolgt dann durch eine unabhängige Jury, die mit Ausbildungsexperten und Schulvertretern aus der Region besetzt ist. Als besondere Stärke dieses Projekts stellt sich heraus, alle an der regionalen Umsetzung beteiligten Akteure profitieren von der Projektarbeit, ohne dass materielle Anreize notwendig sind. Ein weiterer Arbeitsschwerpunkt der Bertelsmann Stiftung, das Übergangsmanagement. An der Schwelle zwischen Schule und Ausbildung agiert eine unüberschaubar große Zahl von öffentlichen und privaten Akteuren und Institutionen mit Programmen, Maßnahmen und Kampagnen, die sich bezüglich Wirkungsweise, Effektivität und Effizienz teilweise drastisch unterscheiden. Wie kann man Erfolgsfaktoren und Bestandteile wirksamer Maßnahmen systematisch aufbereiten? Wie kann es zu einem strukturierten Erfahrungsaustausch der beteiligten Akteure und zu mehr Synergie kommen? Die Bertelsmann Stiftung hat sich zum Ziel gesetzt, neue Ansätze des Übergangsmanagements zu entwickeln und in Testregionen zu erproben. Das Hamburger Hauptschulmodell, übrigens mit dem Karl-Bertelsmann-Preis ausgezeichnet, ist ein von Hamburger Unternehmen initiiertes Netzwerk, durch das Hauptschüler wieder verstärkt in die ungeförderte betriebliche Ausbildung gebracht werden sollen. Und zwar in einen Ausbildungsberuf, der ihren Stärken und Interessen entspricht. Ja, das Hamburger Hauptschulmodell ist ein Modell, wo alle Beteiligten, die mit dem Übergang Schule und Beruf zu tun haben, gemeinsam ihre Verantwortung wahrnehmen. Beteiligt sind dabei alle Hamburger Schulen, alle Hamburger staatlichen Schulen, aus denen Hauptschulabgänger hervorgehen. Und zwar alle Schüler, die die Prognose haben, dass sie die Schule wohl mit dem Hauptschulabschluss verlassen werden. Durch das Modell ist es gelungen, Hauptschüler auch wieder in Ausbildungsberufe zu bringen, die ihnen vorher eigentlich verschlossen waren, die auch sehr spezifisch teilweise sind. So haben wir beispielsweise einen Jugendlichen als Bühnenmaler an der Hamburgischen Staatsoper. Wir haben andere Jugendliche als Rechtsanwaltsfachangestellte. Das konnte man sich für Hauptschülerinnen und Hauptschüler auch nicht vorstellen. Und sogar Fluggerätemechaniker sind dabei. Die Schüler werden intensiv begleitet und unterstützt, unter anderem bei der Berufswahl.
Durch Bereitstellung von Material und durch Informationsveranstaltungen, durch Beratung bei den örtlichen Arbeitsagenturen, durch Hilfe bei der Selbsteinschätzung und dem Erstellen von Stärken-Neigungen-Profilen. Es eröffnen sich Ihnen ganz neue Ausbildungschancen, denn die Netzwerkorganisation ist sehr ausgereift. Circa 3000 Schüler jährlich werden erfasst. Noch einmal Clemens Wieland, der Projektmanager. Die besondere Stärke des Hamburger Hauptschulmodells ist die gute Kooperation der beteiligten Akteure. Das Hamburger Hauptschulmodell ist ein ausgereifter, effizienter Netzwerkansatz, wo Schulen, Unternehmen und Behörden gemeinsam an einem Strang ziehen. Ein dritter Projektbaustein widmet sich einer Schlüsselkompetenz der Zukunft: Youth Entrepreneurship. Neue Forschungsarbeiten geben klare Anhaltspunkte dafür, dass unternehmerische Initiative und Wirtschaftswachstum positiv korrelieren. Da sich Einstellungen und kulturelle Bezugspunkte in einem sehr frühen Alter herausbilden, müssen gerade in dieser Phase unternehmerische Tugenden und Fähigkeiten adäquat vermittelt und unternehmerisches Denken und Handeln gefördert werden. Eine Erziehung zu mehr unternehmerischem Denken und Handeln führt nicht nur zu mehr Existenzgründungen, innovativen Konzepten und neuen Arbeitsplätzen. Sie verhilft jungen Menschen zu mehr Kreativität und Selbstvertrauen bei Unternehmungen jeglicher Art und zu einem sozial verantwortlichen Handeln. Ulrich Schof, Projektmanager der Bertelsmann Stiftung, dazu. Also unternehmerische Initiative muss im Prinzip als Schlüsselkompetenz auf allen Bildungsstufen, das heißt also von der Grundschule bis zur Universität, vermittelt werden. Für die Schule heißt das zum einen, dass unternehmerische Initiative langfristig größere Bedeutung im Rahmen von schulischen Lernzielen und Lehrplänen haben muss. Mit Blick auf die Sekundarstufe ist es jedoch aber noch viel wichtiger, das Angebot an sogenannten Praxisprojekten und Aktivitäten, bei denen also konkrete unternehmerische Erfahrungen gemacht werden können, also das quasi Learning by Doing, stärker gefördert wird. Das heißt also erstens die stärkere Förderung von Realkontakten und Begegnungen zwischen Schülern und Unternehmen, zweitens unternehmerische Planspiele und Wettbewerbe und drittens die Förderung von sogenannten Schülerunternehmen, also die von Schülern in der Schule betriebenen Mini-Unternehmen, die sehr erfolgreich sind in Europa, die stärker zu fördern. Also hier muss sich das Angebot an diesen Aktivitäten und die Teilnahme der Schüler in Zukunft deutlich erhöhen. Youth Entrepreneurship, die Förderung von Berufsorientierung in Schulen und die Optimierung des Übergangsmanagements sind also Bereiche, in denen sich die Bertelsmann Stiftung speziell für Jugendliche engagiert. Darüber hinaus setzt sie sich für eine Reform des dualen Ausbildungssystems ein, also der parallelen Ausbildung in Betrieb und Berufsschule. Weitergehende Informationen zum Engagement im Bereich Übergang Schule-Beruf erhalten Sie unter www.bertelsmann-stiftung.de/wirtschaft.